Hier ist der Meteorit vor gut einer Woche auf die Erde getroffen, in der englischen Kleinstadt Gloucestershire. Wissenschaftler sagen, es ist äußerst selten, einen Meteoriten herunterkommen zu sehen und ihn dann auch noch zu bergen. Er war mit mehr als 48.000 Kilometern pro Stunde unterwegs und wiegt rund 300 Gramm. Dieser Meteorit ist vom Typ eines kohlenstoffhaltigen Chondriten. Er stammt aus der Entstehungszeit unseres Sonnensystems. Dieses Gestein ist 4,6 Milliarden Jahre alt und es enthält alles, was da war, als sich unser Sonnensystem gebildet hat, aus denen Asteroiden entstanden sind, Kometen und schließlich Planeten wie unsere Erde. In der Nähe wurden noch andere Stücke gefunden. Sie gelten als die primitivsten Materialien im Sonnensystem. Wenn es uns einen kleinen Einblick in die Geschichte gibt, ist das super, sagen zu können, dass es bei uns passiert ist. Bewohnerinnen und Bewohner der Region sind dazu aufgerufen, das Naturhistorische Museum zu kontaktieren, wenn sie weitere Fragmente entdecken.